So, Freunde, willkommen im neuen Part. Wir sind hier wieder in der Schlacht. Die Schlacht findet überraschenderweise an genau der gleichen Stelle statt. Eigentlich wenig überraschend. Wir haben Regen dabei, was ich glaube ich für uns gar nicht so gut ist, aber man auch nicht wirklich ändern kann. Deswegen breiten wir hier mal wieder unsere Schützen aus und nehmen euch als flankierende Schützen. Dadurch, dass wir da insgesamt deutlich das härtere Zentrum haben, durch die Linieninfanterie dürfte das eigentlich ganz gut ausgehen. Euch ziehen wir hier ein bisschen hin. Ah, ich bin mit der Linie insgesamt aber noch nicht so ganz zufrieden. Also machen wir das hier weg. Ich möchte ja eigentlich schon ein bisschen mehr so haben. Und ein bisschen mehr. Ich von hier aus muss es auch, denn unsere Yarikachi, das ist ja, so passt das da hinten schon besser. Dann können die Hereban wieder dahinter. Ich habe ja schon vom letzten Mal, stellen wir hier großzügig auf. Unsere beiden Generäle. Und ich mache es so, dass ich diesmal die Yarikachi dahinter den Generälen halte, sodass man, wenn dann doch mal jemand auf die Idee kommt, uns zu umrunden, dass wir die dann auch dorthin schicken können. Der So. Feind nähert sich, mein Lord. Das Wie klicken sollen wir wir ihn weg. aufhalten? Hier kriegen wir unsere Anzeige, wobei die halt noch braucht, bis die Truppen schießen können. Wir haben die Auswahl zwischen fokussiert oder Bereich, wobei ich persönlich fokussiert besser finde, weil das halt wirklich gezielt in kleineren Bereichen einschlägt. Dann, es kann auch sein, dass der Computer versucht, dem auszuweichen. Das gibt es auch, das ist ganz cool. Also der ist da wirklich noch nicht mal mehr dumm, sondern es ist halt so, dass er quasi, es kommt vor eine kleine Leuchtfackel, werdet ihr dann ja sehen. Und ich habe schon echt gesehen, dass er versucht hat, seine Truppen dann auch aus dem Einflussbereich rauszubewegen. Was an sich ziemlich cool ist, weil ich sowas der KI normalerweise gar nicht zutrauen würde. Weil wir wissen ja alle, die Total War KIs, in jedem Total War Spiel war die KI nie wirklich gut. Und dann ist das schon eine Leistung, da sich ordentlich zu bewegen. Ja, und wir hoffen einfach mal, dass unsere Linieninfanterie hier mehr reißt als letztes Mal, einfach, dass wir mehr haben. Denn die sind als Schützen mal gut und können im Nahkampf auch ein bisschen was aushalten. Wenn man hier sich die anguckt, sind die natürlich besser mit Nahkampfangriff 10, Nahkampfabwehr 10 und Angriffsbonus 10. Aber mit Nahkampfangriff 4 geht so. Angriffsbonus ist halt an sich ganz nett und die Zweierrüstung ist auch ganz okay. Wobei wir haben hier, glaube ich, sogar mehr Rüstung, oder ja, wir haben hier 4 Rüstung, also. Es sind halt einfach keine Nahkampfsäue, aber wenn man auf sie zustürmt, können sie da doch was aushalten. Und dann kann das doch sein, vor allem sind 150 Mann, was an sich ja auch schon gut ist, wenn man sich zurückerinnert und so an die Vorgängerteile, wenn man da seine Elite-Bogenschützen hatte. In den meisten Fällen sah es ja so aus, dass die irgendwie nur 90 Mann waren. Ja, doch, 90 Mann dürfte hinkommen. Teilweise bei den Bogenhornigen waren es sogar nur 75. Hier sind es auch wieder 150, das ist schon eine andere Hausnummer. Und da zieht er sich die Länge, weil seine Reiterei hinterherhinkt und ein Trupp Rilban-Garnison hinterherhinkt. Ja, damit kann ich leben. Wir gehen jetzt wieder auf normal, denn jetzt gleich kann ich schießen. In ein paar Sekunden und das werde ich natürlich machen. Um das möglichst früh auszunutzen. Werden wir mal. Ja, doch, gehen wir mal hier so hin. Und dann 8 Sekunden, bis es einschlägt. Wenn ich Glück habe, kriegt er seine Truppen nicht alle wieder raus. Seine Reiterei, wie man hier sieht, bewegt er zur Seite. Die Infanterie dürfte er da nicht wegbekommen. Ich sehe jetzt auch das Signal gerade noch gar nicht, aber es müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Hallo, Schiffchen. Also das ist schon ein bisschen komisch, dass hier da jetzt nichts einschlägt. Ah, doch, da. Okay, dann ist es jetzt einfach nur sehr spät dran. Da kommen die Kugeln runter und wir haben natürlich nichts getroffen, weil sie sich zu lange Zeit gelassen haben. Da treffen wir noch was. Ja, da ist eine Kanonenkugel genau eingeschlagen und hat hier reichlich Leute rausgehauen. Und da hinten sieht man schon, möchte er wieder an uns vorbei. Deswegen wir hier wieder die Herrebahn rüberziehen. Ich hoffe, diesmal erfolgreich. Auf der anderen Seite wird das, glaube ich, auch versuchen, deswegen uns auch schon mal rüber bewegen. Aber da haben wir wenigstens mit dem ersten Treffer haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Er zieht sich jetzt irgendwie dahin rüber. Ja, da haben wir einen erwischt. Hier haben wir sieben erwischt bei den Lundschlosskatzen. Was cool ist, hier in den Yarikatsch haben wir richtig was erwischt. Das ist gut. Ich hätte zwar gehofft, dass wir noch mehr drauf treffen, aber da ist er leider vorangekommen, also an uns vorbeigekommen. Hier Angriff, Angriff, Angriff. Lasst sie nicht an euch vorbei. Ja, bindet sie sehr gut.
Und jetzt muss ich hier unten aufpassen, dass die nicht wieder aus dem Kampf raus können. Denn es reicht halt auch schon ein kleiner Trupp davon aus, um unsere Räle zu zerlegen. Und gleichzeitig hier drauf achten, weil da kommen ja auch welche. Ja, jetzt ziehen die sich raus. Da müssen wir hinterher, Jungs. Und währenddessen hier auch mal schon mal gucken. Ja, die sind noch weit genug weg. Direkt hinterher nicht wieder entkommen lassen. Ziehen wir euch schon mal hier rüber. Zweifelsfall, aber mir scheint, diesmal haben wir sie nochmal erwischt. Und hier hätte ich es fast verpennt auf der anderen Seite. Rein da, Jungs, rein da. Sturmangriff, Angriffsbonus mitnehmen gegen seinen General. Dann können wir den dann nämlich wieder vom Pferd holen. Und auch hier sieht es, wie man sieht, gut aus. Seine Leute sind schon am Schwanken dabei. Leider, ich hoffe, er bleibt da noch ein bisschen stehen und wir kriegen noch Zeit, vielleicht noch ein zweites Mal auf ihn zu schießen, bevor er bei uns ankommt. 16 Mann hat er dann noch. Ihr steht da ein bisschen sehr strange. Ihr bewegt euch mal hier so weiter hin. Und mir scheint ja, hier zieht er sich auch wieder raus mit seinem General. Da möchten wir auch gerne hinterher. Und da haben wir seine Reiterei jetzt geschlagen. Das ist gut. Heißt, hier wieder ab nach vorne mit euch. Da schießen wir jetzt die ersten Salven. Ziemlich verheerend, wenn man sieht. Da, die Treffer dürften auch richtig wehtun von denen. Sie sieht gut aus. Hier unten scheint mir, haben wir einen General außer Sicht verloren, weil ich an der Kante nicht so gut klarkomme. Aber den kriegen wir noch. Da ist die Kamerasteuerung ein bisschen unpraktisch, weil wir hier so weit unten stehen. Und wir können euch eigentlich... ich weiß nicht, ne? Wir ziehen euch hier rüber, weil mir da gerade die Heereban fehlen. Euch ziehen wir hier, soweit es geht, rüber und euch hier unter. Wir werden diesmal nicht versuchen zu umrunden. Das hat letztes Mal einfach nicht gut genug geklappt. Und ich will nicht, dass unsere Jungs da schon wieder versagen und wegrennen. Aber wir können uns mal hinstellen und können inspirieren nutzen, um hier aus unserem Trupp nochmal einen guten... Na, das wollte ich gar nicht. Erstmal alles anhalten. Nicht, dass die jetzt auf die Idee kommen abzusetzen. Das will ich auch nicht. So. Wie sieht's da aus? Welcher Angriff? Ah, toll. Da haben sie den Reiterei leider ein bisschen vernachlässigt. Deswegen die hier gleich... Naja, doch, erwischen wir noch sehr gut. Und hier muss ich jetzt angreifen. Na, dort werden unsere... Was sind das hier eigentlich? Die Garnison wird hier auf jeden Fall in Kampf verwickelt. Den Sperrgarnison. Die können sich hier bei den General gleich zu Ende snacken. Das dürfte funktionieren. Da ist noch ein Trupp von ihm mit... da waren wir ein bisschen spät dran. Da hat er meine Leute fast alle in den Nahkampf binden können. Aber da oben ist ein... ordentlich angeschlossener Yarikachi sind aber auch im Nahkampf nicht so schlecht. Ich glaube, wir stürzen uns weiter auf den Lundenschluss. Kachi sind im Nahkampf nicht so schlecht. Stürzen uns mal weiter darauf und greifen dann hier mit an. Denn da ist der nächste Generalstrupp, den wir natürlich auch bekämpfen wollen. Und, ich sehe gerade, Pause. Perfekte Möglichkeit, um seinen Beschuss auseinanderzunehmen, weil entweder er bewegt die alle weg. Ja, er wird beschossen. Das passiert, Jungs. Sammelt mal, damit unsere Leute hier bessere Moral haben. Entweder er bewegt seine Schützen weg oder und kann damit selber nicht schießen oder sie werden hart getroffen. Das kann er sich aussuchen. Ansonsten sieht das hier eigentlich gar nicht so schlecht aus, obwohl jetzt ein Trupp wegrennt. Ich versuche mal, den durch Sammeln vielleicht noch zurückzubekommen in die Schlacht. Oder brechen reichlich Truppen aus. Das ist natürlich nicht gut. Wenn ich Pech habe, werde ich hier schon wieder laden müssen, weil die Schlacht einfach nicht funktioniert. Für mich. Ah, da treffen wir jetzt. Da hat eine Kanone genau eingeschlagen. Man sieht, wie seine Schützen auseinandergehen. Da brechen leider aber langsam auch unsere Truppen. Nein, ich möchte doch nicht den General da reinschicken. Wir müssen einfach mal hier jemanden mit reinschicken. Ich hoffe, um da irgendwie nachzuhelfen. Was macht ihr hier gerade? Ja, hier steht da die meiste Zeit nur faul rum. Dann dürft ihr jetzt hier flankieren. Und ihr schwenkt auch mal ein. Alle Männer fliehen! Ja, das weiß ich, aber ich kann auch noch nichts wieder dagegen machen. Hat jetzt hier ganz schön hart wieder getroffen. Jetzt
versuchen wir hier mal seine. Also wir haben das einzige Vorteil, den wir noch haben, ist, dass wir mehr Ausdauer noch haben. Unsere Leute noch nicht so erschöpft sind. Das ist aber auch wirklich alles. Und den schießen wir hier jetzt auch zu Klump. Während hier Wir uns. triumphieren über den Feind. Uiuiuiui, das war ja auch nochmal eine knappe Hausnummer, dass wir das geschafft haben. Ich habe die Schlacht eigentlich schon wieder verloren gesehen, aber wir haben es geschafft. Sieg! Wir sehen uns bei den Ergebnissen, Leute. Okay. So, Leute, hier sind die Ergebnisse. Ein glorreicher Sieg für uns. Ich bin begeistert. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen. Wir haben ungefähr gleich viel verbleibend jeweils, dürften aber den Vorteil haben, dass er in der Burg sitzt und dementsprechend jetzt vernichtet wird. Wir sehen hier die Fortschritte unserer Truppen, die echt ziemlich gut sind. Vor allem unsere Generäle haben hinterher nochmal richtig gerockt. Hier unten in unserer Linieninfanterie sieht man, wie viel die getötet hat. Die war zwar vorher schon gut, aber jetzt sieht man auch warum. Weil die richtig, richtig viel Schaden angerichtet haben. Wird auch weiter wohl so sein, dass die Linieninfanterie bei uns mal den Hauptanteil in den Armeen haben wird. Leider, wir haben die Stadt damit leider nicht als erobert bekommen. Das ist ärgerlich. Vor allen Dingen, weil wir uns natürlich auch hier draußen nicht wieder verstärken. Deswegen wir jetzt gleich nochmal versuchen müssen, dort anzugreifen. Ob ich will oder nicht. Krieg erklären. Aha, da sind zwei Clans im Krieg, das ist ziemlich egal. Hier darf auf jeden Fall wieder bombardiert werden. Dort haben wir die Garnison ein bisschen beschädigt, die Garnisonstruppen. Was interessant ist, wir haben ja unsere Geisha. Was könnte die hier jetzt? Runden bis Kapitulation 2. Ah, er hat nämlich seine Garnisonstruppen. Ach ne, die Garnisonstruppen zählen weiter als verletzt nach der Schlacht, das ist gut. Dann werden wir hier einfach warten. Wir haben noch einen fast frischen Trupp Linieninfanterie. Die sind auch noch ganz okay. Und werden halt einfach abwarten. Ich werde hier hinten nochmal Linieninfanterie. Ne, werde ich nicht produzieren. Das lohnt sich nicht. Ich werde. Kann. Nein, wir bewahren uns das Geld auf. Ich werde das Geld brauchen, wenn wir die Stadt haben. Ich hoffe einfach, dass er uns jetzt gleich nochmal angreift in der nächsten Runde. Also jetzt, wenn jetzt wieder Winter ist. Wenn jetzt wieder Winter ist, wenn jetzt die Gegner wieder dran sind. Dass er einfach nochmal rauskommen wird und wir dann die Chance haben, ihn wieder zu besiegen. Eigentlich dürfte es von der Verteilung her ungefähr wieder gleich sein, weil wir auch ungefähr gleich viele Truppen hinterher rausgenommen haben. Wobei ich die Linieninfanterie halt habe, was mir da Hoffnung macht, weil die ist nun mal, fällt es zu seinen Truppen gut. Ja, wir sehen es hier, ein deutlicher Vorteil für uns dieses Mal. Deswegen speichere ich das Ganze, wir werden die Schlacht wieder führen. Aber leider werden wir auch die Schlacht erst im nächsten. Wohl? Nein. Ich mache es so, wie ich fange die Schlacht schon mal an. Und werde dann irgendwann zwischendurch in der Schlacht pausieren und in der nächsten Schlacht weitermachen. Ich bin zwar kein Fan von Schlachtaufteilung, aber wenn ich jetzt schon abbreche, wäre es einfach zu früh. Also sehen wir uns gleich in der Schlacht. So Leute, da sind wir wieder an altbekannter Stelle. Ich meine, wir kämpfen jetzt ja wirklich nicht zum ersten Mal. Diesmal aber mittlerweile mit richtig schönem Wetter. Ich glaube, zeitweise sah es auch nicht mehr hübsch aus. Und ja, wir bauen wieder unsere Truppen auf. Diesmal natürlich deutlich kleiner, wie man sieht, weil wir halt einfach weniger Truppen haben. Trotzdem haben wir immer noch den Vorteil, dass wir unsere Truppen ordentlich in die Länge ziehen können. Ich will auch das mit denen. Ja, ich möchte die Truppen ein bisschen umsortieren, denn bekanntermaßen kommt ja links immer der heftigste Angriff auf unsere Linieninfanterie. Und mittlerweile ist, aber momentan ist es noch so, dass nur die in der ersten Reihe schießen können. Das heißt, wir möchten hier den harten Truppen möglichst breit stehen haben. Es gibt hinter eine Fähigkeit, die sagt, ich glaube, hinknien oder sowas. Die können wir irgendwann erforschen. Ich kann ja mal schauen, wo genau wir die beim Forschen finden. Und mit der sind wir dann in der Lage zu sagen, dass man auch aus der zweiten Reihe feuern kann, was ziemlich, ziemlich wichtig und gut ist. Aber bis wir das haben, dauert es wohl noch. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen nach hinten. Ja. Irgendwie funktioniert das Positionieren noch nicht so gut, wie ich sage. Wobei das an sich sogar okay ist, so wie wir es gerade haben. Denn er wird wahrscheinlich hier kommen. Dann können wir dann zweifelsfall ein bisschen ihn einklappen. Aber ich bin damit eigentlich nicht zufrieden. Machen wir es lieber so nochmal. Dass wir hier im Zweifelsfall einklappen können, um ihm damit in die Flanke zu schießen. Denn ich glaube, er wird das wieder wie letztes Mal machen, dass er mehr so hier den Schwerpunkt seines Angriffs hat. Und ich hoffe, dass nicht diesmal die feindlichen Reiter nicht ganz so verheerend werden. Weil letztes Mal haben die uns unsere Truppen doch schon lange gebunden. Und ich möchte, glaube ich, auch hier mal nicht den schwächsten Heribahn-Trupp nach außen stellen. Und den hier, das ist dann schon besser.
Haben aus allen wieder eine Gruppe und fangen an mit dem Spaß. Seid bereit, den Feind abzuwehren, mein Lord. Das brauchen wir nicht. Hoffen wir, dass wir wieder gleich bombardieren können. Bis dahin lasse ich wie immer schnell vorlaufen. Ich habe auch entschieden, ich werde jetzt doch nicht in der Schlacht einen Cut machen, weil das ist einfach doof. Wir ziehen die Schlacht jetzt durch. Ich hoffe, sie wird nicht so lang und dann habt ihr halt einfach mal wieder einen Part mit Überlänge. Schadet ja nicht. Ich habe ja auch ab und zu mal wieder auch bei anderen Projekten Parts, die ein bisschen kürzer werden. Jetzt halt auch mal wieder Parts, die ein bisschen länger werden. Dann könnt ihr euch darüber freuen. Und wir machen dann im nächsten Mal eh neu weiter. Man sieht hier, da hinten sieht man, oh, ist ja cool. Ich mache mal kurz wieder langsam, damit man das in Ruhe sehen kann. Wir treffen uns ja im Endeffekt vor der Stadt und deswegen sieht man da hinten die Stadt im Hintergrund als das Gebäude, welches so aussehen würde, wenn wir auch um die Stadt kämpfen würden. Sau cool. Das finde ich von der Landschaft ja auch gut gemacht, dass das wirklich abwechslungsreich ist und die Umgebung berücksichtigt. Hier sieht man ein kleines Bauerndörflein, wobei ich natürlich versucht bin, das mit Orden lag. Es sieht eher fast aus wie so ein Handelsposten, also nicht wie Bauern. Das ist schon ein bisschen größere Gebäude. Auf jeden Fall bin ich versucht, natürlich mich alles heile zu lassen, weil alles, was kaputt ist, müssen wir reparieren. Und reparieren kostet bekanntermaßen Geld und von Geld haben wir halt einfach noch nicht genug. Zeit bis zum Einschlag 11 Sekunden. Na, ich hatte da auch 8 in Erinnerung, deswegen, das habe ich vertauscht. Ich hoffe mal, dass ich diesmal mit der ersten Salve besser treffe. Damit wir dann vielleicht in der Lage sind, ihm schon Truppen wirklich rauszuhauen, markant, bevor er bei uns ankommt. Ich meine, er hat ja auch ein paar Truppen, gut, gerade sieht man sie nicht. Die hier, die Yariki, sind noch erschreckend viele dafür, dass sie letztes Mal so verprügelt wurden. Und hier sowas, 78, das ist nur die Herrebahn, das ist nicht so wild. Das, da haben wir schon mehr hier, das ist ein komplett fast frischer Trupp. Da wäre natürlich schön, wenn der gleich ein bisschen leiden dürfte unter Beschuss. Hier auch. Die Yarikachi sind ja auch ein richtig frischer Trupp. Ich hoffe, dass wir da Beschuss was haben. Die hier sind schon harmloser. 10 Mann und hier Herrebahn-Spettergang. Das ist halt auch so. Wir machen das diesmal ein bisschen weiter. Übrigens, wir können mal gucken, wenn ich auf Bereich gehe, ist das so riesig. Aber dafür schlafen die halt auch nur sehr verteilt darin ein und machen halt dementsprechend auch fast gar keinen Schaden. Wir zielen mal hier hin. 20, 2. Ah, mal grob im Kopf mitzählen, wie lange ich da. Zeit vergeht, weil eigentlich er zieht sich ein bisschen, also geht ein bisschen dran vorbei. Sucht habe ich da nicht getroffen. Da und wo habe ich ja hingezählt. Aber eigentlich müsste jetzt gleich die Schüsse kommen. 10 Sekunden sind, oder 11 Sekunden sind um. Da möchte jetzt jemand noch flüchten von den Herrebahn-Truppen. Die stellen gerade fest, dass sie da beschossen werden. Und da kommen die ersten Kugeln rein. Ja, und da haben wir zumindest da drauf getroffen. Seine Reiter, die Reiter haben ordentlich was abbekommen. Und da haben wir einen Volltreffer auf sein 100. Krasse Scheiße. Aus 150 Mann haben wir mit dem Kanonentreffer, die gerade mal runtergeschossen, auf 82 in seinen Herrebahn Garnison Infanterie. Also auch jetzt habe ich aus Versehen sogar noch vor Schock, weil ich das Spiel weiterlaufen lassen wollte, die Aufnahme kurzzeitig beendet, aber das Spiel war ja pausiert, ihr habt also nichts verpasst. Gott, hier, das hat mich jetzt echt überrascht. Da will ich mich nochmal in Ruhe gucken, wie viel. Die sind unbeschadet. Hier haben sie ein bisschen was drin. Die sind auf 80 runter. Die haben nicht so viel gekommen. Die könnten auch noch einen Treffer vertragen. Hier haben wir nicht so viel. Der Trupp ist bisschen getroffen. Und hier haben wir welche raus erwischt, was gut ist, weil man sieht, die setzen sich schon wieder zur Seite ab. Da können unsere Herrebahn-Truppen direkt wieder hier rüber rennen, um sich mit denen anzulegen. Wenn ich Glück habe, macht er mit seinem General ja das Gleiche und das sind noch 5 Leute. Wenn er damit eine Flanke ankommt, dann rennen wir einfach einmal in die Reihen und die hat verloren da mit denen. Also der General würde einen Frontalangriff auf mich nicht überleben. Mir scheint, seine Kavallerie hat sich auch wieder ein bisschen zur Seite gezogen. Okay. Dann sammeln sich unsere Truppen von da wieder. Ich glaube, hier können wir schon mal ein bisschen einschwenken, so von der Positionierung her. Damit wir da ein bisschen besseren Schusswinkel bekommen. Dann bin ich mal gespannt, wo er hier wirklich hinrennt. Und naja, also jetzt ist der eine Yarikachi-Trupp ist halt noch bedrohlich. Der Rest ist, selbst das hier ist jetzt weit abgeschlagen, jenseits von Gut und Böse. Und sobald es losgeht, kann ich mich auch wieder hinstellen und inspirieren wirken. Damit dürften wir dann nochmal ein bisschen besser reinhauen. Ich glaube, es gibt auch Hinterfähigkeiten, mit denen man seine Reichweite erhöhen kann. Da kann ich aber noch nichts zu sagen. Soweit bin ich auch noch nicht gekommen selber.
Bin aber schon gespannt darauf, sowas auch mal wieder zu entdecken, wenn man seine Schützen dann auch mal richtig verstärken kann. Auch da, was es an Elite-Truppen gibt, bin ich gespannt, weil ich habe zwar schon ein bisschen gespielt, aber auch noch nicht so weit. Ich kenne also die meisten Truppen auch noch nicht. Auch noch nicht so genau. Hallo, Spiel nicht stocken. Ja, hier könnten wir nämlich tendenziell sogar ein bisschen näher rangehen. Da kommt ein Trupp an. An seinem Reitereien ist ein kleines bisschen bei uns angekommen. Ah, ja, lass unser General mal angegriffen werden. Der wird doch auch nur beschossen. Oder ist da etwas angekommen? Ja, der hat einzelne Schusstreffer abbekommen. Das ist alles. Okay, kurze taktische Pause. Da sind die Hereban-Truppen. Das heißt, hier möchten unsere Yari-Hereban auf jeden Fall, unsere Speer-Hereban auf jeden Fall angreifen. Und hier auch schon mal. Dass wir hier möglichst schnell in die reinkommen, um die irgendwie zu behaken. Und hier rennen wir auch mit Geschwindigkeitsunterstützung rein. In der Hoffnung, dass wir die abfangen, bevor sie direkt in unsere Linieninfanterie treffen, weil es ist nun mal immer besser für uns, wenn die. Wenn wir selbst noch schießen können. Man sieht, hier haben wir nochmal die Flanke reingeschossen durch die Truppen durch und das ist dann schon effektiver. Hier versuche ich einfach mal in seine Schützen hier reinzukommen. Dann brauchen wir auch den zweiten Kanonenbeschuss dann nicht. Da sieht man seinen General, von dem nur noch zwei Leute übrig sind. Hier sieht man seine. Genau, das wollte ich hören. Da nehmen wir ihn nämlich gerade auseinander. Könnte ich hier noch angreifen, um vielleicht noch einzelne Truppen von ihm zu erwischen, die gerade wegrennen. Und dann haben wir das auch gewonnen. Ja, sieht doch gut aus. Diesmal war es um einiges entspannter. Ich bin diesmal nicht so gestresst wie das letzte Mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo ich euch die Ergebnisse präsentiere. Also, bis dann, Leute, und macht's gut.